Wir sind wieder bei Pro Club mit dem Müllaffen. In der Arroganz Arena, zweites Heimspiel. Flutlichtspiel. Flutlichtspiel. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir gewinnen. Letztes Spiel war ja Pech. Unverdient. Pech, Unvermögen und Antonio in einem. Und jetzt haben wir unseren neuen Starter heute. Ich hab auf jeden Fall gerade am Handy noch am Schreiben. Oh Gott. Geht schon mal gut los, Antonio. Gute Voraussetzungen, mit alles zu halten. Warte, jetzt. Oh, 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 scheiße. Boah. Warten, say, oh. Boah. Was für eine Parade. Was für eine Parade. Ja, warte, Abwurf. So, wie sind wir wieder stumm, du? Durchaus. Und weiter schreiben. Was ist, nee, das, doch, was ist das für ein Kiefer? Jetzt müssen Sie aufpassen. Was ein Pass. Wie schreibt man Philipp? Also unseren Philipp? P-H-I-L-I-P-P. Oh. Mit einem. Oh, mit Doppel-P hinten. Wieder, so, wie die Flanke so weit wegfliegt. Jan, ich hab geschrieben. Ich guck gleich mal. Deutschland für 3-0. Echt? Wer hat Tor gemacht? Doppelte Müller und Müller. Einfache Toni Kroos. Ah, der Pommer wieder. Der hat in der Saison noch nicht getroffen, ne? Der hat eine richtige Torflaute. Nein, ist bisher generell nicht so. 1-1, sag ich nur, Junge. 1-1. 6-0, sag ich nur. 6-0. 0-6. 0-6. Erster Spieltag, erstes Spiel erstmal richtig getippt, Alter. Ich feier das immer noch. Ich sag nur 6-0. Kroatien, oh, schön gemacht. Gegen Kosovo. Warte, da hast du noch ein bisschen Zeit. Der Mountorwart, ne? Ich höre in den Rückraum oder so. Oh, Tobi, ganz schlau gemacht. Virtual 6 ausgenutzt. Nee, oh. Tobi. Weißt du, ich will da tackeln. Und versagt, das ist korrekt. Ach, Tobi, ich hab geantwortet, ne? Tobi's Glatz ist wieder poliert, ey. Mit so einem Ding rüber, Jan. Mit so einem Ding drüber. Mit so einer Poliermaschine. Muss man das Julian Bam Video zu Pineapple Pen. Das haben sie. Da haben mal DeAndre John und ich glaube, irgendein anderer Clipper-Spieler haben mal. Oh! Haben mal bei Chauncey Billups so einen Prank gemacht. Achso. I have a pen. I am the one. Verletzt kein Foul. Könnt ihr heute mit ihm sein? Ja, danke, ne? Sokrates. Oh. Was für eine Parade. Der Keeper ist eine Bank. Bin ich auch. Der ist abgezockt. Der Keeper ist einfach abgezockt. So. Ich hab voll einen Check mitbekommen mit meinem KI-Spieler, Alter. Oh, was ein Pass von mir. Meister Proper. Libro Tor. Und da! Jetzt der Schuss! Wo war der Pass? Mein Kugel spinnt, Alter. Obwohl ich Adblock hab und alles. Da trennt er ihn fair vom Ball. Ja, verdienen die YouTuber wieder ein bisschen Geld. Ah, da wollte jemand ein Ding fake machen? Scoop-Time. Wird das eine Chance? Das hast du zu tun. Gut in den Lauf gespielt. Na, zu tun ist nicht, Tor. Was eine Parade, Antonio. Abgezockt ist im Tor. Ich kann die Kommentare aber nicht sehen, ich kann nur weiter kommentieren, Antonio. Ich kann nicht sehen auf dem Handy. Wahrscheinlich wird er schon gesperrt für den Video. Wurdest du gesperrt? Beleidigung. Nein. Oh. Brennen. Wieso kannst du nicht weiter? Geh mal auf ein anderes Video bei ihm und guck du da dann. Ah, ich kann uns auf meinem PC gucken. Ich hab bei meinem PC noch. Oh, ja, der passt gekommen. Kann man eigentlich nachgucken, ob man bei irgendjemandem blockiert wurde? Weil ich hab das glaube ich nicht. Ja, Evgeny Podolski, der alte Holzrusse. Da kommt der Pass auf außen. Oh, gut, aber ich finde gut, dass sich das schon eingebürgert hat bei uns, Evgeny Podolski. Sorry. Lulu. Oder ja, mein Spiel ist nicht schnell, deswegen. Obamjang? Das ist für ein Hund, Alter. Und ohne Scheiß. Miau. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Wuff. Podolski. Willst du Leckerli? Yep. Hast eins. Ein Cookie. Ein Cookie? Ja, klar, no Cookie for the Tobi. Oh, guck ich vor der Rookie. Das weißt du, wie einfach Antonio Spieler N. vor der Rookie hieß? No vor der Rookie. Oh, Schiri, der ist gute Bildung. Pisst, Alter. Ich hab mal auf mit links zusammengeguckt, ne? F1. Vom 1? Jetzt holt er sich ran. Oh. Nee. Rote Karte und duschen, ne? Und Platzverweis, wie ging das damals immer? Das ist nicht rot, meine Freunde. Rudelbildung. Rudelbildung. Ich like erstmal deinen Kommentar, Antonio. Doch, das ist ganz klar rot. Antonio, ich hab erstmal deinen Kommentar geliked. Wie der anläuft, Alter. Nicht, ist das hässlich.
Ich hab schon vergessen, was ich geschrieben habe. Also, sag mal, wie willst du haben? Der kommt so eh nicht. So ist gut. Ja. Ja, aber ich mit meinem Schädel ab. Ja, weißt du, wenn du mit meinem Schädel abgewehrt. Ja, wie ein Zwiebelkopf, Alter. Die hab ich mit meinem Schädel abgewehrt. Richtige Zwiebelköpfe sind das. Boah. Oh, Reflex. Das ist das A und O. Guck mal hier, 5 Paraden gegen Santa Manana. Ich glaube, er kann der Manana. Was war das denn? Santa Maria. Insel wie Ostrom. Das Spirit auf der Wolke. Hey, Hamma. Schön, wenn man nicht überspringen kann. Danke. I have a pen. I have an apple. Oh! Hab ich! War ein bisschen Risiko, aber. War das ein Abwehrspieler oder so, nee, der die rote bekommen hat? Welche rote? Ja, war ein Abwehrspieler, glaub. Aus Umständen oder so? Ich weiß gar nicht, wer Kapitän ist. Ja, ich Kapitän. Ich bin auf jeden Fall kein Kapitän. Ist ja blöd, wenn ich eher Kapitän bin. Schick Jan und ich gehe mehr in. Defensiv machen sie es gut. Oh, was? Schade. Ich fand ihn so mit so einem großen Spieler, ich fand meinen etwas kleineren Spieler besser. Es war ein Mittelfeldspieler, war kein Verteidiger, der rot bekommen hat. In die gefährlichen Räume gekommen. Mittelfeldspieler, ja. Das ist in Ordnung. Ja. Alles ist eigentlich. Stell dafür halt Tobi in die Innenverteidigung. Ja. Hast du immer noch den fetten oder bist du mittlerweile kleiner? Oh, ja, die könnten aber auch schon führen. Ich glaube, unser Torwart den jetzt. Ach du Scheiße, ja, das passt. Ich hab mir noch so groß gelassen. Willst du eigentlich in der Pro-Ansicht, Antonio, oder Arme? Ja, klar, das dauert. Antonio mit der 10, Henrik. Das ist doch Hohensinn. Henrik, du das, genau, Jan. Muss halt Papa Sokrates machen. Komm, wie kann ich das? Alter. Hey, weißt du, kriegt gefühlt einen Krampf mit der Bayern-Name. Steffen, das war Steffen. Steffen Köhler ist er wieder. Steffen! Geiler Pass. Steffen Köhler, hast recht. Ja, no look war das. Es war no look zu niemandem. Oder allein zu Tobi gehen. Haben wir auch einen Draymond oder einen Clay? Jungs, wo ist der Abwehrverhalten? Ja, vorbeirutscht. Kann nichts machen, Jan verliert vorne den Ball. Weißt du, den Kopf ist so unter. Das ist so eine richtige Aktion. Oh, richtig eklig. Antonio, muss er haben, ne? Wenn er rauskommt, muss er haben. Ich bin nicht rausgekommen. Nee, war doch Pimper. Rakito, ist das ein Pokémon? Keine Ahnung, Alter. Also auf jeden Fall, ist das Heimstadion? Ja. Ich bin auch Renz Arena. Ist Leicester City, ne? Also Leicester City und Arroganz. King Power. Power Stay. Wir müssen eigentlich Bayern Stadion nehmen, ne? Wegen Arroganz. Haben wir nicht, wir brauchen noch ein paar Sterne dafür. Jetzt werde ich gehatet, aber ist mir egal. Ist mir doch scheißegal. Hey, ja, BVB, Forza Köln. Er ist ja Fußballclub Köln. Und wer da Bremen? Wer ist grün und stinkt? Bremen, da kannst du gerade daraus echt nicht singen. Dann müssen wir uns eigentlich schämen und nicht mehr. Nein, lauf doch! Jetzt Tobi, schieß! Tobi macht den. Ah, Tobi macht da was. Da macht er die Bude. Dort kommt. Nee, das ist die Kamera. Nee. Ich wollte die Kamera. Wieder passt ja nicht. Wieder Schuss, ey. Erst Becker da rum. Pass nicht! Ah, schöner Pass. Ich dachte, weil du hattest so viel Raum zum Laufen. Ja, auf dem Lärm. Das Tor war das Problem. Dann macht er auf einmal einen schnellen Sprint, dann ist der Ball auf einmal. Ah, okay, weg. Gut. Wichtiger Zeitpunkt. Oh, 11 zu 3 Schüsse. Moin. Und jetzt willst du mal den Torwart nicht loben, weißt du? Der Glanzparan hier hat er euch im Spiel hält. Ich glaube, das ist dieses Jahr auch nicht mehr so mit, wenn du jetzt ganze Zeit so retten drückst. Da verlierst du irgendwie nicht so viel Power. So wie letztes Jahr. Ich hab mir jetzt zweite Luft geholt, mal gucken, was das bringt, Tobi. Bringt's auch noch mehr, weil ich bin's. Bringt voll viel, du kriegst irgendwann mal so um die 70. kriegst du mal einen richtigen Schub, du kriegst nochmal fast halb voll. Ernsthaft? Wenn nicht sogar mehr, ja, ich hab mal drauf. Ja, Proclub haben wir dieses Jahr ein bisschen geändert, man kann ja sein eigenes Logo machen, also so ein generiertes Logo halt und seine eigenen Trikots machen, also nicht so man wie in 2K. Man kann jetzt auch mit den ganzen Werten endlich aufsteigen, wie in der Karriere. Konnte man das ja nicht. Also FIFA macht das, was 2K schon vor 2 Jahren gemacht hat. Vor 3 Jahren, mit 2K14 hat es schon angefangen. Das hat eigentlich schon mit Crew angefangen. Mit der ersten Next Generation Version. Ja. Das war 14. Und dieser, wie heißt das hier? Oh oh. Der Modus, sorry, mit diesem Alexander, wie heißt das hier nochmal? Journey, stimmt.
Das ist genau das gleiche wie 2K, wie NBA 2K16. Ja, willst du jetzt FIFA dafür beleidigen? Nein, aber warum machen... Wieso machen sie es denn viel zu spät? Das ist genau das gleiche. Ja, aber es ist einfach schlecht. Du kannst nicht mal deinen eigenen Spieler erstellen, der in-game übernommen wird. Du hast die Auswahl zwischen 12 Trainern. Was ist das denn? Das ist doch einfach nur... Ja, hier, wir haben jetzt 12 neue Trainer, bla bla bla. Und preisen das an, als wenn sie Gott wären. Das ist hässlich. Ist ja ein guter Weg von FIFA, den sie einschlagen, aber. Also mit dem Sweat habe ich nicht gerechnet. Der kommt, weißt du, FIFA hat doppelt. Ja, die können drei, halt leisten, Tobi. Die haben so viel mehr Zuschauer, so viel mehr Spieler als NBA. Aber seit diesem Jahr, ich glaube nicht mehr, NBA wird eh das beste Sportspiel des Jahres. Dann kann sich FIFA, FIFA einpacken. NBA hat so überrascht. So viel überholt. Das sollte ein guter Doppelpass werden und dann wird irgendwie aufgehalten. Ich verstehe das nicht. War gut gedacht. Schlecht gemacht, ne? Den klinge ich, aber doch nicht. Genau, spielt bei Hurt John. Da gewinnt er den Zweikampf. Er ist 2,20 Meter hoch. Wie Karim Abdul-Jabbar. Gibt's den Spruch noch in dem Spiel? Keine Ahnung, die Kommentatoren immer aus. Den gibt's nicht mehr. Dann die haben halt 9. Karim. Warte. Lauf du erstmal. Lauf. Das war kack, Jungs. Lauf. Okay, ich sag nichts mehr. Hast du den Ball vorgelegt? Nach unten gedrückt und Pass gedrückt. Dann ist das Spiel vorbei. Hast du irgendwas falsch gemacht? Ey, ich raste aus. Oh, so eine Scheiße. Doch. Na, oben schon nicht frei. Podolski. Es ist immer. Okay, lauf mal. Jetzt könnte es gefährlich werden. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Ah, das ist das alles zu eng. Wir müssen schneller spielen. Komm mal. Wir sind jetzt auch schon in. Oh, was ist das? Hast du, Antonio? Gute Parade. Da passt der Klasse auf. Es ist voll irritierend bei dem Spiel, weil wenn du passt, aber der Typ nicht im Abseits ist und dann ins Abseits läuft. Und dann ins Abseits läuft, dann kriegt er diese Abseitsfahne. Dann denkst du erstmal, Abseits, doch. Was? Foul, ja, würde schon sagen. Die KI ist auch ein bisschen aggressiver geworden. Ja. Das ist meine Hand. Muss ich den oder die Kamera ändern? L3, ne? Ja. L3 ist auf dem linken Stick draufdrücken. Du hast ein Effekt von 5, Erik. Hey. Einfach in die Mitte jetzt kommen. Ich darf Elfmeter schießen, ne? Ein Kopf. Nein! Was denn? Nein! Ich hab den Ball wie vor die Füße bekommen. Ja, ich hab irgendwie passen gedrückt, dann war der auf einmal vor deinen Füßen. Oh mein Gott, das ist ein Witz. Das Verlieren geht auf meine Kappe, so eine Scheiße hier. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Da jetzt nicht faul, Alter, aber ist rot. Oder gelb. Ist aber erstmal. War kein Abseits, dachte, das wäre Abseits, weil er die Fahne gehoben und dann war das Vorteil. Ja, ich wollte den Vorteil. Ich hab auf die Fahne unten gedacht und das wäre Abseits. Ich wollte den Vorteil ablaufen lassen. Gibt jetzt hier machen wir jetzt mal eine Ecke. Flanke. Geh doch auf einen kurzen Pfosten, Tobi. Ich will da so reinlaufen, das ist. Bringt's aber dieses Jahr nicht. Dann FIFA 16 klappt, wird's auch hier klappen. Hat sich nicht großartig was geändert. Doch, bei Ecken schon. Außer die Grafik hat sich echt gut geändert. Hat sich echt stark verändert, finde ich. Halt, ne? Aber wirklich, das hat so einen riesen Unterschied. Ich finde schon, dass es viel besser ist. Ja, ist schon besser, aber. Vor allem nachts finde ich es gut. Kein Abseits. War nochmal ein Shotfake. Jetzt steh ab. Ja. Bisse sind wieder so OP. Der Rückenbrechen. Überspringt doch alles. Lass doch die Tore auf einmal laufen. Ja, ich drücke auch immer so aus Reflex A. Ja, das ist einfach OP. Deswegen so raufschießen. Ist denn halten die Torhüter? So Finesse ist einfach unhaltbar gefühlt. Ja.
Zwei. Der Schuss kommt, ist unhaltbar. Über Fern. Und wenn ich ihn halte, ist dann doch. Was hat denn? Unser. Lang geballert ist, so mach ich dir Flipper, ey. Mach. Ach, joi. Weißt du, dann kriegt er mal geschenkt und schenkt ihn wieder her. Jo, mit der Hacke, moin. Oh, mein Ding. Aber wir schenken auch gerade Bälle. Schirm ab den Ball, Schirm jetzt, ja. Na, Jan ist perfekt gecuttet, war die... Hast du keine bisschen. Chance, wenn du keinen Schritt vorher, keinen Vorsprung hast, hast du keine Stunden, Chance. Aber komm, es sind wir gerade aber besser. Ja, alles gut. Ja, nein, was? Haben wir noch ein Zielspielchen ran. Ich hab grad die Chance und krieg's nicht hin, ey. Machst du nix. Ich bin Antonio. Ja, schon haben wir am Tor. Ich hab einfach mit meinem Spiel überhaupt keine Energie mehr. Jetzt hab ich mir zweite Luft geholt. Aber Erik, eigentlich hat man recht gute Ausdauer dieses Jahr. Finde ich auch. Also man ja, kommt besser hin als letztes Jahr. Wo ich echt viel laufen muss. Antonio springt. Ja, wenn du natürlich die ganzen Eigenschaften, die kann man ja auch immer dieses Attribute diese nicht, Tobi. Guck, ich muss mal, guck mal hier, ich drücke jetzt weiter für dich. Was? Wie Max bei Freiwürfen. Nee, bei Pro AM, genau. Boah! Keine Diskussion, berechtigt. Unser. Lauf! Jetzt könnte es gefährlich werden. Geht er rein? Ja! Lass doch nicht laufen. Ich hab noch gar nicht mal die Kamera eingeladen, hab nur gehofft. Hab nur gesehen, dass der Keeper draußen war und hab einfach drauf geschossen. Oh, ich hab nicht gesehen, dass der bei dir vorgeht. Ne? Sehr schön, das ist die Führung. Boah, das ist lucky, Alter. Haben wir nicht zwei hin? Ich hab die Kamera 1-2. Auf mich gehabt. Ich hab nicht mal gesehen, 1-2. Dass der Ball ins Tor gegangen ist. Ich bin lucky gerade. Mein eigenes Tor nicht gesehen. Oh, der hat da... Okay, gut gehabt. Schön. Ablegen funktioniert dieses Jahr echt gut. Das ist auch ein... Das ist halt viel öfter im Fußball auch so, dass du Bälle ablegst. Rückraum. Oh, schön. Ah, das schön. Kann ich. Oh Mann, Faul? Hast du? Ich wollte richtig abziehen. 90. Wie defensiv stellen. Ja, Kapitän. Weg damit. Oh. Nein, Antonio. Nee. Was soll ich denn machen? Weg da, oder klopft einfach weg. Was hab ich jetzt damit zu tun? Nein. Ja. Oh, yes, einfach den Namen falsch. Ich dachte mal Konstellation und. Gut. Haben wir unser erstes Spiel schon gewonnen heute? Mit der Aufnahme? Ja. Ja, das war doch da, wo ich das Doppelpack gemacht habe. Dann ist das hier ein Comeback? Schönes Spiel? Gut. Aber Heimsieg für die Müllaffen? Guck mal, die haben 16 Schüsse und nur 2 Tore hier. Das nehme ich mal. Ja, Statistiken können wir uns auch noch anziehen. Ansehen. Anziehen. Anziehen. Und ein Punkt noch zum Aufstieg. Und 14. Und 4 zum Till. Ja, die waren schon besser eigentlich von Schüssen her. Ja, erste Halbzeit vor allem. Ich glaube, die hatten in der ersten Halbzeit 11 Schüsse. Aber na gut. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.